Hier geht es ordentlich zur Sache. 56 Hunde leben auf dem Hof von Vanessa Buch. Und die Tiere haben es in sich. Sie alle sind bei Vanessa gelandet, weil sie zugebissen und ihre Besitzer teilweise schwer verletzt haben. Bei der Verhaltensberaterin für Mensch und Hund bekommen die Tiere aber eine zweite Chance. Natürlich sind es alles Hunde, die irgendwo mal in die Scheiße gelangt haben, wortwörtlich, ne? Die halt wirklich ihre Halter gebissen haben. Also entweder werden sie irgendwo untergebracht oder sie werden eingeschläfert. Bispingen in der Lüneburger Heide. Hier lebt und arbeitet Vanessa auf dem Gelände der Hellhound Foundation. Sie und ihr Team betreiben eine Auffangstation für bissige Hunde aller Art. Ihren Hof bezeichnet die 34-Jährige gerne mal als Hundeknast. Und der Job als Gefängnisdirektorin ist gefährlich. Die meisten ihrer Tiere bereitet die Trainerin auf einen gesetzlich vorgegebenen Wesenstest vor. Nur wenn der geschafft wird, können sie zurück in ein neues Zuhause vermittelt werden. Doch manche Hunde sind nicht mehr vermittelbar, so wie Old English Bulldog Mix Otto. Der hat seinen Besitzer von hinten attackiert und schwer verletzt. Und auch Vanessa wurde schon von Otto angegriffen. Das ist Berufsrisiko, ne? Dachdecker fällt vom Dach und wir werden halt gebissen. Wir hatten draußen eine Schlägerei zwischen zwei Hunden und ich bin dazwischen. Und während ich die Hunde getrennt habe, kam er dann von vorne und hat mich quasi ins Gesicht gebissen. Inzwischen sind Vanessa und Otto aber fast sowas wie Freunde geworden. Otto darf sogar ab und zu bei der Hundetrainerin im Bett schlafen. Die 34-Jährige betreibt allerdings nicht nur eine Auffangstation. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Sonja Klugmann gibt sie auch Coaching-Seminare für verzweifelte Hundehalter. Heute kommt Rebecca Beder mit ihrem American Stafford Terrier Aaron zum Training. Wenn kleine Kinder vorbei. Ja, er möchte oder mag keine kleinen Kinder. Mhm. Alles, was kleiner ist als so, da reagiert er dann doch schon ein bisschen angriffslustig, okay, sag ich mal. Auch wenn der junge Hund sich gegenüber Kindern und anderen Artgenossen aggressiv verhält, zugebissen hat er bislang noch nie. Und das soll auch so bleiben. Bevor da jetzt irgendwas passiert oder ich vielleicht irgendwas übersehe, falsch mache, dann habe ich gedacht, okay, gehst du hierher. Mit einer Puppe simuliert Vanessa die Reaktion des Hundes auf kleine Kinder. Die Attrappe riecht zwar nicht wie ein Mensch, reicht aber für eine erste grobe Einschätzung des Tieres. Oh, ein Kind, wie lustig! Und Aaron reagiert ziemlich neugierig auf den Kinderdummy. Lass mein Kind in Ruhe, du böser Hund! Also er war schon sehr interessiert und es war erstmal dieses, boah, was ist das? Aber man hat halt nicht gesehen, dass er irgendwie ins Jagen kippt oder dass er jetzt irgendwie der Meinung ist, das ist ein Problem. Auch als ich die Puppe ruckartig weggezogen habe, kam kein hinterher schnappen. Jetzt will Vanessa aber noch eine Begegnung zwischen Aaron und einem ihrer Hunde beobachten. Denn auch mit anderen Vierbeinern soll Aaron seine Probleme haben. Dafür holt Vanessa Bulldogge Stich aus dem Zwinger. Und dann geht's los. Wie wird Aaron auf das unfreiwillige Treffen reagieren? Auch wenn Aaron an der Leine zieht und Stich anbellt, für Hundeverhältnisse ist das ziemlich gesittet gelaufen. Fremde Hunde sind nicht das Problem von Aaron. Aber das fehlende Selbstvertrauen von Besitzerin Rebecca könnte Schwierigkeiten bereiten. Wenn er sich losreißen würde, hinrennen würde und dann auf so einen Typen trifft oder einen, der ein bisschen Meinung von sich hat, das könnte schon kippen. Also ich sag mal, das, was er zeigt, ist nur ein Symptom. Wir haben ein Gesamtbild. Den Klassiker einfach ein bisschen mehr Zug in die Beziehung reinbringen, ein bisschen mehr. Ne? Wir sind hier zusammen unterwegs, Kollege. In deutschen Haushalten gibt es übrigens etwa 11 Millionen Hunde. Allein in den beiden vergangenen Jahren sind über 1 Million dazugekommen. Schwere und tödliche Attacken der Tiere auf Menschen sind generell aber selten. Laut dem Bundesamt für Statistik sterben jährlich zwischen 1 und 6 Personen an den Folgen eines Hundebisses. Meistens lässt sich das aggressive Verhalten der Tiere mit falscher Haltung oder der Überforderung bei Frauchen und Herrchen erklären. Und genau da muss man ansetzen, findet Vanessa. Ich glaube, dass es da in Richtung Eignungsprüfung gehen muss. Also ähnlich, ne, das hört sich krass an, aber ähnlich wie bei einem Waffenschein. Erstmal muss ein Grund da sein, wofür wird der Hund gebraucht. Ne, weil reine Liebhaberei ist schön und klingt auch immer nett, aber das reicht nicht. Für Vanessa und ihr Team steht heute noch die Raubtierfütterung an. Über 100 Liter Suppe fressen die Hunde am Tag. Finanziert wird das vor allem über Spenden. Und nach 15 Stunden Arbeit kann sich dann auch Vanessa auf den Feierabend freuen. Doch auch wenn bei fast 60 Hunden im Haus Urlaube und Freizeit einfach nicht drin sind, die 34-Jährige weiß, wie wichtig ihre Arbeit ist. Denn sie ist für die meisten Hunde die letzte Chance, der Todesspritze zu entkommen. Also es ist halt völlig bescheuert und man gibt viel auf, ne? Das ist kein Geheimnis. Und man muss halt wirklich
Bock haben. Du musst jeden Tag aufstehen, du musst jeden Tag dich anmaulen lassen von einem Hund. Also für mich ist es immer die Frage gewesen, gibt es wirklich böse Hunde? Ich habe noch keinen kennengelernt, keinen einzigen. 6 bis 10 Hunde kann Vanessa im Jahr durch den Wesenstest und dann in eine neue Familie bringen. Und auch in Zukunft werden Vanessa und ihr Team alles tun, um den Tieren eine zweite Chance zu geben, die sonst von allen abgeschrieben wurden.